Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen... Ich bin auch gerne auf alles vorbereitet, aber irgendwann ist einfach Schluss, oder? Zu einer neuen Folge Starfield. Da kann doch nicht so viel rum, Mensch. Was ist denn los? Ja, wir sind immer noch auf der SY920 wegen dem Comspike unterwegs. Und gucken mal, ob wir irgendwo was finden, was wir brauchen können. Aber hier ist nichts. Hier ist ja noch welche. Gut. Da wollen wir nicht lang. Ich wäre zwar lieber im Kampfeinsatz, aber eine solche Station zu sichern ist extrem wichtig. Ja, ich... Verzeihung? Ewig. Hoffentlich werde ich nicht krank. Mein Kopf fühlt sich komisch an. Angeblich schmuggeln Soldaten persönliche Dinge auf die Station. Das glaube ich nicht. Das UC kann Marines nicht sein. Haben Disziplin. Ja, das. Die machen sowas nicht. Du bist Dr. Vogel? Hallo, Doktor. Hey, wer bist du? Was tust du hier? Hast du das Schild nicht gesehen? Welches Schild? Ich bin vom Ingenieursteam, ich bin hier und kommst wegzuholen. Schild, welches Schild? Das Schild, auf dem steht, keine Besucher. Moment, haben Sie das nicht aufgehängt? Ich habe vor Ewigkeiten darum gebeten. Aber seit Commander Natara hier den Befehl hat, gibt es neue Prioritäten. Bist du der Leiter des Projektes? Oh ja. Ich habe schon verschiedenste Entschlüsselungsverfahren studiert, bevor du deinen ersten Grafsprung gemacht hast. Signalprotokoll, Quantensymmetrie, Schlüsselaustausch, verschachtelte Extrapolation. Ich habe über alles schon referiert und vermutlich die Hälfte wieder vergessen. Aber ich wusste es einmal. Beeindruckend. Ich muss Arbeiten am Comspike vornehmen. Ich brauche Zugang zu dem Gerät. Meinst du nicht Zugang zum Schiff? Der Comspike ist kein Gerät, das ist ein Modul. Es ist an einem Prototyp in einer Docking-Schleuse installiert. Wir testen gerade noch die Entschlüsselung verschiedenster Signaltypen, aber die Ergebnisse sind schon jetzt sehr vielversprechend. Das Modul kann sogar bei der Übertragung verlorene Daten interpolieren. Es ist wirklich erstaunlich. Mit so einer Entschlüsselung kann das Militär viel anfangen. Klar haben die UC Interesse daran. Du klingst begeistert von dem Potenzial. Dem Potenzial? Oh, Potenzial ist gar kein Ausdruck. Das ist der größte Fortschritt in Sachen Entschlüsselungstechnik seit dem Andopaterak-Inferenzleitsatz. Alles, was darüber hinausgeht, ist ein Zusatzbonus. Und ja, es müssen noch einige Mängel behoben werden. Fehlende Teile und die eine oder andere traumatische Verletzung. Aber das ist alles Teil des Abenteuers. Okay. Pilot wäre was für mich. Ich liebe Abenteuer. Ja, es ist nicht das Ziel, sondern der Weg, der zählt. Vor allem, wenn das Ziel der Tod ist. Aber keine Sorge, wir haben das Problem mit dem Lebenserhaltungssystem des Schiffs behoben und statistische Modelle zeigen eine Fehlerquote von nicht einmal 2%. Was ich sagen will, ich habe ein ganzes Geschwader dieser tapferen und furchtlosen Marines für die Station angefordert. Sie machen einen letzten Test mit dem Prototyp und wenn es nur minimale Verluste gibt, zeigen wir dem Mast unsere Ergebnisse. Okay, cool.
gehöre eigentlich zum neuen Testflugpersonal. Wir haben gespeichert. Großartig, das war flott. Der Antrag ging doch erst heute Morgen raus. Sonst wird meinen Anträgen nicht so viel Beachtung geschenkt und nicht so schnell. Das ist irgendwie verdächtig. Wir haben keine Zeit für sowas. Ich sag doch, es ist ein Notfall. Die Gründe sind geheim, aber ich wurde gebeten, das Schiff persönlich zu fliegen. Ein ziemlich hohes Tier hat einen Gefallen eingefordert. Ist das so? Ich bin der Leiter des Comspike-Projekts. Man hätte mir Bescheid gesagt. Laut Commander sind meine Papiere in Ordnung. Ein ziemlich hohes Tier. Echt? Dann hat sich meine Penetranz endlich bezahlt gemacht. Ja. Du hast es selbst gesagt. Ihr braucht Piloten, einen geschenkten Gaul, schaut mich ins Maul. Hör auf deinen Bauch. Ich sehe aus wie ein Pilot und rede auch so, oder? Ergo bin ich ein Dieb. Laut Commander sind die Papiere in Ordnung. Wir haben keine Zeit. Wir brauchen mehr Tests, um die Beta-Phase zu erreichen. Allerdings keine Gäule, sondern echte menschliche Testpersonen. Na gut, du hast mich überzeugt. Willkommen bei der Testfliegerei. Danke. Du brauchst eine Uniform und ein Passwort zum Autorisieren eines Flugs. Dann musst du noch Nataras lästige Kontrollpunkte passieren. Die Uniform bekommst du im Umkleidebereich, das Passwort erhältst du von mir. Das Prototypschiff ist in Andockbucht 8. Mit dem Passwort erhältst du Zugang zu den Flugterminals im Kontrollzentrum. Sehr gut. Und natürlich wünsche ich dir viel Glück. Du erweist der Wissenschaft mit deinem Opfer einen großen Dienst. Mit meinem Opfer? Hallo? Wieso ein Opfer? Ich geh mich umziehen. Tag. Du klettern mal um. Ach, hier ist die Umklett, genau. Ich bin das Pilot. Wie du. Ist ja aus wie du. Nur nicht so hübsch. Oh, hab ich einen grünen Anzug bekommen? Sehr freundlich. Wir müssen nicht die ganze Galaxie mit uns herumschleppen. Aber wir können es doch. Wenn wir es können, können wir es auch machen. Hallo. Willst du dich zum Pilotendienst melden? Jo. Ich werde erwartet, Dr. Vogel hat es okay gegeben. Noch ein Testflug, hä? Huh? Ihr Piloten seid ja so mutig. Du kannst durch. Vergiss nicht, den Flug im Kontrollzentrum anzumelden. Jawohl. Täusche ich mich oder ist hier mehr los als sonst? Es gab Berichte über verdächtiges Verhalten an Bord. Commander Natara hat alle zur Wachsamkeit aufgerufen. Tja, ich habe nur mal verdächtiges Verhalten. Die Person kann in einer Marineuniform stecken. Alle Unbekannten sind verdächtig. Das ist ein Ding, du. Wir wären so blöd und bricht hier ein. Es ist ja. Der muss ja echt schon ganz schön grenzwertig bescheuert sein.
verursacht zufällig Giftschaden. Langsam das Ziel. Das ist interessant. Sowas gibt es also auch? Ja. Nix, nix. Alles gut. Ja, was? Nix. Alles gut. Ich hab gesagt. Ich guck mich nur um. Ich suche. Ich hab meinen Schlüssel verloren. Ach, da ist er. Danke. Ich hab was gefunden. Es ist zugeschlossen hier. Das nervt. Das ist nur 4 Uhr, okay. Die 2. Der Spezialitätenkoch Okoye ist verdammt gut. Echt? Sehr schön. Das müsst ihr da oben anmelden, hä? Ich hab nichts gesehen. Wo darf ich das anmelden? Ach, da. Der ist da vorgesessen. Abgeschlossen. Flug autorisiert. Warte, da war schon doch was. Okay. Die Last habe ich eigentlich schon. Ja, ich darf nicht mehr so viel nehmen. Was soll ich denn machen, dass es hier so rumliegt? Ich kann doch das hier nicht liegen lassen. Und ich die Dinger kann ich nicht zu. Das geht nicht. Das ist nicht erlaubt. Hab ich gehört. Besser als den, den ich habe. Ja, ich will diese falschen auf. Egal. Geld hier rumliegen, das muss ich schon sagen. Ordnung kennen die nicht. Die machen es einem echt leicht, die auszurauben. Hoffentlich gibt's heute keine Drills. Dr. Vogel und das Team haben in den letzten 2 Jahren Großes geleistet. Echt? Das freut mich. Das freut mich wirklich.
Maribula. Das wäre ein guter Zeitpunkt, um neu zu priorisieren, was wir mitnehmen und was wir zurücklassen. Oder verkaufen. Oder wegwerfen. Ja. Sofort. Bin ich sofort dabei. Hier gibt es leider keine Händler auf dieser Station. Kacke, die wir nicht mehr brauchen, da rein wieder. So, ich hab den hier normalerweise drauf. Den hier hab ich normalerweise. Der ist sogar wirklich besser. Vorwurfsvoll an. Ah, dann wollen wir mal verschwinden hier. Ich will natürlich unseren Testflug machen. Das Papier würde ich nicht mehr nehmen. Schleudersitz. Wo schleudert er uns hin? Na dann, let's go. Prototypschiff, Startfreigabe erteilt. Wir beginnen nach dem Abflug mit dem Test. Und abdocken. Flugtestdaten werden aufgezeichnet. Wir bitten um Beachtung des Flugplans und stehen bei Problemen zur Verfügung. Sehe ich mal hier, wie sieht das gute Stück aus?
und eine Sonne. Ein Stern und eine Sonne, okay. So, wo sind wir denn eigentlich hin? Da hoch sind wir. Falls du kurz Zeit hast, habe ich was für dich. Ups. Davon kriege ich nie genug. Okay. Das Ding ist nicht schlecht. Frachtraum ist voll. Oh Wunder, oh Wunder. Jungs und Mädels, ich bin wieder da. Das Schiff hat angedockt. Perfekt. Kein einziger Kratzer im Lack. Du siehst heute großartig aus. Dann zurück an die Arbeit. Stimmt etwas nicht? Brauchst du etwas? Okay. Brauchst du was? Brauchst du was? Schlüssel gehen. Wenn wir wieder aufbrechen, dann sieh in deinen Taschen nach, ob alles noch da ist. Ich habe so das Gefühl, dass du ein bisschen misstrauisch bist. Hallo, Neuling. Bringst du mir ein neues Spielzeug? Jawohl. Geh ruhig rein und bring alle auf den neuesten Stand. Ab jetzt übernehmen wir. Wir sichern das Schiff für dich. Sehr schön. Schickes Schiff hast du da mitgebracht. Wird ein Spaß, daran rumzubasteln. Na dann. Geh ruhig rein. Wir bringen das Schiff in einen anderen Hafen zu Jazz. Willst du was anfangen? Weil ich's dann beende. Ich mag meine Waffen wie meinen Kaffee. Glühend heiß. Kannst du aber nicht mehr anfassen. Gut, dann würde ich sagen, gehe ich erstmal verkaufen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich fürs Zusehen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dahin, euch eine wunderschöne Woche. Euer Gunrock. Bye, bye.